Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Mit diesen Worten aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu dieser Netzandacht am Sonntag Palmarum. Der Sonntag Palmarum ist wie ein Scharnier, wie ein Tor. Wir kommen aus der Passionszeit und wir gehen in die Karwoche. Und damit betreten wir eine der intensivsten Zeiten des christlichen Festkalenders überhaupt. Mit dem nachdenklichen Gründonnerstag, den Tiefen des Karfreitags und der großen Freude am Ostersonntag. Wie wir in diese Zeiten gehen können, gerade im wachen und nüchternen Bewusstsein dieser Krisentage, mit all dem vielen Leid und den Toten, die unseren Weg säumen, und trotzdem eine aktive und im Leben zugewandte Haltung bewahren. Darum soll es heute in dieser Netzandacht gehen. So feiern wir also diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte des 37. Psalms. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht. Denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in der Not. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus zieht in Jerusalem ein. Es ist ein großer Empfang. Die Menschenmenge steht am Straßenrand links und rechts. Sie stehen da mit Palmwedeln, sie rufen ihm zu, sie jubeln: Hosianna, sei der, der kommt im Namen des Herrn. So freudig wie diese Szene auf den ersten Augenblick wirkt, so ambivalent ist sie zugleich. Wo heute noch die Menschen Hosianna rufen, da wird schon in ein paar Tagen ein anderer Ruf stehen, nämlich das Kreuzigen. Und wir merken, Jesus zieht mit diesem Einzug in durch das Stadttor in Jerusalem in eine neue Phase ein, unbekanntes Terrain, eine Zeit und auf Wegen, bei denen viel passiert. Auch wir leben in bewegten, neuen, anderen Zeiten. Auch wir sind durch diese Krise in Momente gekommen, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Da ist auf der anderen Seite viel Stillstand. Geschäfte sind geschlossen. Das öffentliche Leben ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Viel Stillstand. Aber auf der anderen Seite auch ganz viel Neues, neue Bewegung, neue Achtsamkeit füreinander, Achtsamkeit für Kranke, Gefährdete, für alte Menschen. Da ist Nachbarschaftshilfe. Da sind Unternehmen und Geschäfte, die füreinander da sind, die Schutzmasken nähen, die Desinfektionsmittel herstellen. Vieles in Bewegung geraten und wir merken, die Dinge verändern sich. Vielleicht werden wir erst in ein paar Jahren sagen können, wie entscheidend dieses Jahr Veränderungen in unserer Gesellschaft vorangetrieben hat, wenn wir ein bisschen klarer sehen in ein paar Jahren, was diese Krise für uns eigentlich am Ende bedeutet. Auch Jesus geht in eine Zeit, die ihn verändern wird. Der Jesus am Palmsonntag ist nicht der am Gründonnerstag, der geschmäht wird, der verspottet wird und der schließlich am Karfreitag den qualvollen Tod am Kreuz erleidet, um dann am Ostersonntag mit großer Macht und Majestät und großer Freude den Tod zu besiegen, ja, aufzuerstehen. Der Jesus vom Palmsonntag ist ein anderer als der Jesus vom Ostersonntag. Und das zeigt, Gott ist eben kein luminoses Fatum, das über uns schwebt
und sich unser Schutzherr von oben anguckt, sondern Gott ist konkret. Gott ist mittendrin, bei uns, an unserer Seite, Menschenbruder, wie der Theologe Karl Barth sagt, oder um es mit einem Wort eines anderen Theologen zu sagen, Gott ist im Werden, nicht anders. Wir haben Gott nur da, wo er konkret wird. Das ist die Überzeugung des christlichen Glaubens. Aber die Wege, die wir gehen, die der Jesus geht in der Karwoche und die wir gehen, wenn wir jetzt auch in diese Karwoche gehen, sie sind nüchtern, sie sind gespickt mit Leid, mit Entbehrung und leider auch vielen Menschen, die sterben. Mir fällt ein Lied ein, das habe ich in diesen Tagen wieder entdeckt in meiner Musiksammlung. Das ist von Mr. und Mr. Und es heißt Kyrie Eleison. Und vielleicht ist das ja ein Lied, was wir in diese Karwoche mitnehmen können mit seinem Refrain. Dort heißt es, Kyrie Eleison, down the road that I must travel. Kyrie Eleison, through the darkness of the night. Kyrie Eleison, where I'm going will you follow. Kyrie Eleison, on a highway in the night. Zu Deutsch, Herr, erbarme dich auf dem Weg, den ich entlang gehen muss. Herr, erbarme dich durch die Dunkelheit, durch die ich gehe. Herr, erbarme dich, wirst du mir dort folgen, wo ich hingehe? Herr, erbarme dich auf der Autobahn ins Licht. Ich glaube, es ist eine entscheidende Frage in diesen Tagen, welche Haltung wir zu Leid und Tod einnehmen. Machen sie nur Angst? Lähmen sie uns? Oder finden wir eine aktive Haltung, zu sagen, ja, das gehört zu uns. Das lernen wir vielleicht als Gesellschaft neu, dass Krankheit und Tod ein integraler Bestandteil unseres Lebens sind. Damit müssen wir, und das ist das Wichtige, glaube ich, leben lernen. Leben im Angesicht der Verletzlichkeit von Leben. Jesus, der durch diese Karwoche geht, der ins Leid geht, der in den Tod geht, der weiß, wie die Tiefe des menschlichen Lebens aussieht, das kann dann eine echte und begründete Hoffnung sein. Ein Herr und Meister, der mit uns geht, der uns kennt, der an unserer Seite steht, der weiß, wie es sich anfühlt, Leid und auch der Tod. Aber der dabei nicht stehen bleibt und da seine Kraft und seine Herrlichkeit zeigt, dass er aufersteht, dass er es überwindet, all das, was uns beugt und lehnt. Mit diesem Horizont in die kommenden Tage zu gehen, zu wissen, am Ende siegt das Leben und nicht der Tod. Am Ende steht die Freude und nicht das Leid. Das, glaube ich, schafft Möglichkeiten, dass wir mit einer aktiven Haltung durch dieses Tor gehen, dieses Palmsonntags, dass wir einziehen in eine neue Zeit in dieser Karwoche und ganz egal, wie die Wege aussehen, ob sie grau oder bunt sind, ob sie beschwerlich sind oder leicht, dass wir wissen, Gott geht mit. Wer das Kreuz kennt und aus der Hoffnung der Auferstehung lebt, der weiß sich auf allen Wegstücken, wie auch immer sie beschaffen sein mögen, von Gott begleitet und getragen. Amen.
das uns miteinander und füreinander bietet. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Begleite uns auf unseren Wegen, nicht nur in diesen unsicheren Zeiten. Lass uns sicheren Schrittes gehen und uns eines Tages ans Ziel kommen, zu dir, Gott. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Hab Erbarmen mit uns und unserer Welt, Gott. Wir haben sie geknechtet, wir sind irre gegangen. Hilf, dass wir uns besinnen in diesen Zeiten auf das, was wirklich wichtig ist und das, was Not tut. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Sei bei allen, die sich sorgen um sich, um andere, um die Welt. Tröste du mit deinem Erbarmen, mit deinem guten Geist. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Wir bringen in der Stille unsere Gebetsanliegen vor dich. Gott, du bist das Licht und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Zeit, die Gott uns schenkt, unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden heute und alle Zeit. Amen. Cannot hide.